Das Monschauer Kuck wieder einmal Schauplatz einer bemerkenswerten Fotoausstellung und, wie fast immer, volles Haus bei der Vernissage mit viel Prominenz und durchaus sehr persönlichen Einschätzungen. Als ich das erste Mal 61/62 in Istanbul gewesen bin, da war das für mich eine total fremde Welt. Das war so ein bisschen an 1001 Nacht erinnernd, weil das war so anders, als wir das hier in Aachen, in Monschau, in der Region erlebt haben. Und mich hat vor allen Dingen fasziniert die Art und Weise, wie die Menschen beschäftigt waren mit vielen Dingen, die wir so nicht mehr kannten. Und in den Schwarz-Weiß-Bildern kommt die Erinnerung viel stärker hoch als in den Farbfotos, die ich hier sehe. Und jetzt vor 3 Jahren, als ich bei einem Weltkongress in Istanbul war, würde ich jetzt im Verhältnis zu diesen Bildern sagen, ich habe eine andere Stadt erlebt. Die Ausstellung ist entstanden in Kooperation mit dem Freundeskreis Willy-Brandt-Haus in Berlin. Und deren Geschäftsführerin Gisela Kaiser ordnet als Kuratorin die Werke Ara Gülers, des Doyens des türkischen Fotojournalismus, ein in die Historie, in Zeit und Raum. Für ihn selber, aber auch für mich und ich glaube auch für alle Besucher, ist es in erster Linie das alte Istanbul, was ihn charakterisiert. Er hat in den 50er, 60er Jahren mit gesellschaftlichen Umbrüchen in der Türkei, hat er ein Istanbul festgehalten, der armen Leute, der Arbeiter, der Fischer, der Teeverkäufer, also unzählige Berufe, die es heute so gar nicht mehr gibt. Er hat Holzhäuser aufgenommen und vor allem er hat die Atmosphäre Istanbuls in einer Weise eingefangen, wie man sie nur noch an einzelnen Stellen sieht. In der Tat, es ist eine einzigartige Hommage an das alte Istanbul. Dichte atmosphärische Beschreibungen, geradezu die Symphonie einer Stadt, daneben aber auch beeindruckende Porträts von Weltstars wie Maria Callas oder Salvador Dali. Mit der Ausstellung von 130 Werken Ara Gülers zeigt sich das Kunst- und Kulturzentrum erneut von seiner besten Seite. Beruhigend zu hören, dass Städteregionsrat Helmut Etschenberg dieser erfolgreichen Kulturstätte unter Leitung von Nina Mika Helfmeier eine Bestandsgarantie gibt. Da ist dieses Kuck hier ein ganz wichtiges Kleinod. Das hat seinen Platz gefunden in 12 Jahren, wo es existiert. Es hat eine anerkannt hohe Qualität. Und von daher steht es für mich nicht zur Disposition. Wir werden immer noch mal darüber nachzudenken haben, ob man an der einen oder anderen Stelle ein klein wenig verändert. Aber die Grundaussage, die steht, und dieses Haus wird es auch in den nächsten Jahren geben. Ara Gülers Fotowelt, eine faszinierende Schau außergewöhnlicher Arbeiten in Schwarz-Weiß und in Farbe eines Fotokünstlers von Weltruf. Es lohnt sich allemal, den Weg ins zauberhafte Eifelstädtchen Monschau zu finden. Das Kuck bleibt eine erste Adresse für Ausstellungen von besonderer Faszination.